Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. 5 Fakten, warum pausiere ich eigentlich Eve Online? Ja, dann gehen wir einfach nur als Hintergrund rüber in das Spiel. Bin hier wieder mit meinem Hauptcharakter, eigentlich dort, wo ich immer bin. Nur um euch ein bisschen darzustellen, was es eigentlich so auf sich hat. Warum ich persönlich und vielleicht auch andere mal Eve Online pausieren könnten. Also als erstes ist es in gewisser Weise ein sehr altes Spiel von 2003 und für mich manchmal sehr repetitiv, weil ich nur einige Aspekte sehr, sehr gerne mag und andere eher weniger viel spiele. Und natürlich, vielleicht bin ich da auch wenig aufgeschlossen den anderen Sachen gegenüber, aber immer das, was ich spiele, ist irgendwann, habe ich es zu oft gemacht oder es ist einfach langweilig. Und manchmal braucht man auch die Mitspieler, was auch schon Punkt 2 ist, also generell bei mir sind auch manchmal die Mitspieler nicht da oder spielen was anderes. Das ist auch gleich der Punkt 3 nämlich, denn es gibt auch andere sehr gute Games, wo ich dann mit meinen Mitspielern, die ich sonst immer mit den Eve gespielt habe, einfach das spiele. Baldur's Gate, Crusader Kings oder Stellaris und das streame ich natürlich dann live und da habe ich dann vielleicht auch in dem Moment mehr Lust drauf. Dementsprechend spiele ich viel weniger Eve Online. Und generell muss man natürlich Eve auch eher als längerfristiges Projekt mit Skillen und vielleicht bietet man mal was im Markt an, was ich ja sehr gerne mag. Da muss man auch häufiger mal reinschauen, um wirklich ein Spielspaßerlebnis im Verkauf beispielsweise zu haben. Und Mission ist das vielleicht nicht ganz so ein Argument, aber auf jeden Fall finde ich es mit meiner Marktstrategie, muss man Zeit haben. Und ich habe in letzter Zeit ein bisschen weniger Zeit privat, um das immer häufiger zu machen und anwesend zu sein. Deswegen habe ich das als Punkt bei mir aufgenommen und als vierten Punkt gewählt. Und der fünfte Punkt ist eigentlich ein bisschen losgelöst von dem Ganzen, denn ich habe das monatliche, dreimonatliche Abonnement gekündigt. Also es ist wegen der Preiserhöhung gewisserweise, weil ich habe mich gefragt, ist es der Preis mir wert? Spiele ich das so häufig? Und da kam wegen den anderen genannten Punkten, Punkt 4, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, raus. Ich spiele es gar nicht mehr so häufig, dass ich mir das eigentlich mit echt Geld nicht mehr bezahlen möchte. Also habe ich das umgewandelt, dass ich spiele und Dinge verkaufe, die ich immer noch habe und eigentlich mal loswerden möchte und dadurch mir das Geld dann eigentlich zusammenbaue, damit ich weiterspielen kann. Das ist so ein bisschen die Idee, dass ich auch mal wieder ein Ziel habe, was wirklich auch Spaß macht. Und ja, die Preiserhöhung finde ich zu dem Zeitpunkt fand ich sie unpassend, aber das hatten wir ja schon mal im Stream diskutiert. Könnt ihr ja ähnlich sehen oder anders. Freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar dazu. Und das ist in Kürze eigentlich schon die 5 Punkte, die wichtigsten 5. Vielleicht habt ihr auch noch eure 5 wichtigsten Punkte, wenn ihr mal pausiert, weil das ist in gewisser Weise immer eine Pausierung bei Eve. Man hört nie auf zu spielen, dadurch, dass man auch immer skillt. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.